Ja, mal gucken, was wir hier gleich haben. Siehst du das, dass wir in R sind? Also es zeigt mir nicht an, bei der PlayStation Mac oder jetzt beim Handy. Na, bei dir auf dem Bildschirm irgendwie. Nee, nee, das zeigt bei mir nicht an. Okay. Wie ist nochmal der Channel? Salzlandkreis FIFA 21. Ah ja, hab's schon besucht, siehst du. Muss man natürlich erstmal bei 100 Freunden ihren richtigen finden. Also 3 schon, 50. Ja, ist er schon mal. Da ist er. So, jetzt müsstest du eine Frage gleich bekommen. Tatsächlich, ja. Komm rein. Warte kurz, ich bin gleich da. Ja, ich mach hier gerade aktualisieren, wir haben runtergefahren. Warum steht bei dir überall 90? Weil wir 19 Modus spielen. Das ist das, was wir im Wettkampf im Turnier auch machen. Mit wem möchtest du denn antreten? Mit deinen Jungs? Das ist mir sowas von egal. Wie du willst. Mir ist das auch vollkommen gleich. Also wir werden mit die spielen, mit die Schule and Friends im Wettbewerb gespielt hat. Das sind die. So, hopp. Okay, jetzt kommen langsam Zuschauer. Kann ich schon weiter drücken? Naja, mach mal. Mach mal. Team Management. Bin ich mal bei FIFA mit dabei? Was? Na klar. Nein, ich bin nicht mehr dabei. Ja, also, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ey. Geh einfach raus. Gut. Ja. Das ist alles 90er Wertung. Macht Geld. Die haben alle gleich Tempo. Ja. Auf der Kurz? Ja. Ich noch mal kurz irgendwie. Gut. Ich wäre jetzt soweit eigentlich schon. Ja, dann Feuer frei.
Geht schon los, sagst du. Wunderbar. Ja, das ist wie Wolf Christoph Fuß hier bei Sky. So, legen wir los. Wir haben aktuell 15 Zuschauer. Herzlich willkommen zum Benefizspiel beim ersten Blake Soccer Cup von Schule und Friends zugunsten der mitteldeutschen Kinderkrebsforschung. Im heutigen Spiel stehen sich gegenüber meine Wenigkeit, Teamgründer von Schule und Friends, Sebastian Schulz. Und als Gast begrüßen wir Drittliga-Profi vom 1. FC Magdeburg und Gesicht im Salzlandkreis Philipp Harand. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo, freue mich hier zu sein. Ja, danke Philipp, dass du mitmachst bei unserem Event zugunsten der mitteldeutschen Kinderkrebsforschung. Heute ist großer Finaltag beim Play Soccer Cup. Das Spiel um Platz 3 wurde bereits zum frühen Nachmittag absolviert. Dort starteten der SV 09 Staßfurt und der SV Sachsen ja Gartersleben. Sieger dieser Partie war der SV 09 Staßfurt, die somit den dritten Platz erreichten, und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch nach Staßfurt, aber auch nach Gartersleben für ein tolles Turnier. Philipp, wir wollen dich ein bisschen interviewen im Rahmen dieses Spiels. Du spielst ja hier gerade virtuell mit deinen Jungs vom Club aus Magdeburg. Ich habe mir überlegt, ich nehme die Bayern, weil mein Team Schule und Friends beim Play Soccer Cup mit den Bayern bis ins Viertelfinale gekommen ist. Dort gegen den heutigen Finalisten SG Wormsdorf Güsten ausgeschieden ist. Wir wollen dich ein bisschen fragen. Gestern leider unglückliche Derby-Niederlage, leider führst du schon 1-0. Das macht schon 3 Euro für mich ins Phasenschwein. Wir wollen noch mal kurz einen kleinen Rückblick insgesamt auf gestern geben. Leider unglücklich 1-0 in Halle verloren. Die aktuelle Situation im Corona ist für euch Profis vielleicht ein bisschen glücklicher für uns oder als für uns Amateurspieler, weil ihr dürft Fußball spielen, wir dürfen es nicht. Beschreibt doch mal den Zuschauern, wie vielleicht die Situation bei so einem Geisterspiel ist. Es sind keine Zuschauer da, das ist das, was ihr vermutlich als Profis vermissen tut. Und wie fühlt sich das insgesamt an? So, treten kann ich auch, es gibt schon 11 Meter. Ja, nee, wie gesagt, also die Fans sehen natürlich enorm, keine Frage. Das ist immer nochmal ein Indikator, da nochmal ein paar Prozent mehr rauszuholen. Ja, also ich bin ja bei euch auch öfters mal zum Spiel. Ich sag mal, wenn da, vielleicht halte ich ihn. Fast. Ich bin ja bei euch auch öfters mal im Stadion mit Freunden. Und ich sag mal, wenn da natürlich 15.000 im Schnittjahr bei euch da sind, ich glaube, das ist in der dritten Liga auch einzigartig, ja, diese hohe Zuschaueranzahl. Ich glaube, wenn ihr auswärts seid, ist das vielleicht manchmal gar nicht so ein Unterschied, ob Zuschauer da sind oder nicht. Wenn man zu etwas kleineren Drittligisten fährt, da ist ja auch nicht immer so viel Publikum. Aber ich glaube, es ist ja trotzdem auch eine schwierige Zeit trotzdem für euch. Ja, ihr müsst auch regelmäßig spielen, alle 3 Tage teilweise. Ich glaube, dass das dann nicht so einfach ist. Eine Frage, die mich vielleicht interessiert, ich weiß gar nicht. Schiedsrichter könntest du auch lernen. Dürft ihr eigentlich öffentliches Training machen? Nein, ne? Das ist bei euch alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ne? Ja. Das hätte mich auch gewundert, wenn das anders wäre. Also manchmal stehen zwar noch ein paar Fans am Zaun. Boah, eigentlich ist es nicht gewünscht. Okay. Ja, 1970 wurde du bist ja nun auch gebürtig ein Junge aus dem Salzlandkreis. Das ist ja, wir machen ja eine Art inoffizielle Salzlandmeisterschaft. Und du bist ja gebürtig aus Schönebeck, richtig? Ja. Und hattest du eigentlich, du bist ja seit Jugendjahren beim FCM, bist super, ja so ein sogenanntes Eingewächs. Hast du vorher eigentlich im Salzlandkreis bei einem Club gespielt? Ja. Erst beim Schönebecker SV, dann Wacker Felgeleben, das war eine Spielgemeinschaft mit SV, und dann noch einer beim Schönebecker SC. Und dann, also ab der U12 war ich dann in Magdeburg. Gut, also früh weg, naja, was heißt von zu Hause, von Schönebeck nach Magdeburg ist ja noch nicht weit, aber trotzdem früh aus dem Elternhaus irgendwo entbunden gewesen, ja? Ja, wenn man das so das nennen kann. Ich wurde ja jeden Tag gefahren worden. Okay, also da hast du vielleicht das Glück als andere. Genau, dass es auch nicht ganz so weit weg war. Okay.
Ja, das ist ja schön. Ich habe natürlich jetzt gerade das 3-0 kassiert. Wir sind nicht so gut in Form, stelle ich gerade fest. Ich sehe auch schon, ja, Leroy Sané ist verletzt. Ja, du spielst scheinbar eine robuste Klinge. Was ich eigentlich fragen wollte, wenn ich die Frage nochmal wiederfinde, du bist 2018 Profi geworden offiziell. Hast ja dann, glaube ich, in deinem ersten Jahr, was du bei den Profis warst, in der Rückrunde, wenn ich richtig bin, in der Regionalliga bei Germania Halberstadt gespielt. Ja. Ist der Unterschied zwischen Regionalliga, Dritte Liga immens groß, dass man sagt, der Schritt zurück war für dich sicherlich gut, weil du auch Spielpraxis bekommen könntest als junger Spieler, aber wieder dann zurück in die Dritte Liga, merkt man da einen gravierenden Unterschied? Das ist schwer zu sagen, also schon, auf jeden Fall. Das Spiel ist schon noch ein bisschen schneller, auf jeden Fall. Aber ansonsten kann ich, wie gesagt, nur jedem Jugendspieler empfehlen, wenn er nicht so viel Spielpraxis hat, sich dann auch für ein halbes Jahr ausleihen zu lassen. Ja. Einem auch enorm viel. Man kann viel mit lernen, viel mehr, man hat Spielpraxis und damit so auch ein bisschen Erfahrung. Ja, ja. Zumal Halberstadt ja nun eigentlich noch nahegelegen an der Heimat ist, ja. Also das war sicherlich auch einer der Gründe, warum es dorthin ging, vermute ich mal. Ball bis jetzt verloren. Das passt ja dann ganz gut. Du bist dann von Halberstadt zurück in die dritte Liga gegangen, nachdem der Club, glaube ich, aus der zweiten Liga abgestiegen ist, wenn ich richtig bin. Da lässt er den Gegner aussteigen. Hat es dort 7 Spiele gemacht, denn dein Trainer durfte dann Michael Oenning am Anfang gewesen sein. Schöner Pass. Nee, der war ja dann gar nicht mehr Trainer. Nee. Das ging ja dann weiter mit Stefan Krämer. Stefan Krämer, habe ich gehört, soll eigentlich ein guter Typ sein. Wie bist du mit ihm zurechtgekommen? Vielleicht kann man dich dahingehend fragen. Oder wie überhaupt deine Trainer? Durchgesetzt hier von Niklas Süle. Das Verhältnis dahin so ist? Chance zum Konter jetzt. Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Ja, alles gut. Alles gut. Man muss ja fragen, damit man Antworten kriegt. Das passt ja noch ein bisschen schwieriges Thema. Ja, ich hatte bloß. Es gibt auf jeden Fall gute Seiten und schlechte Seiten, aber ich glaube mir, das ist normal. Ja, das ist wahrscheinlich wie bei jedem von uns. Ja. Nein, ich wollte ja eigentlich bloß darauf hinaus, weil wir ja bei Schule in Fremds in Verbindung mit der mitteldeutschen Kinderkrebsforschung ja auch einen ehemaligen Magdeburger oder eine Magdeburger Legende dabei haben, die uns unterstützt. Das ist ja Mario Sowislo, was euer Aufstiegskapitän war. Und der ist ja auch Botschafter unserer Stiftung, die wir unterstützen. Und der hatte bloß mal in einem Gespräch gesagt, dass Stefan Krämer eigentlich ein ganz dufter Typ ist. Und darum bin ich da. Jetzt gibt es ja 11 Meter. Ja, das kann ich nur so wiedergeben. Und Marius hat ja bloß mal gesagt, dass Stefan Krämer ein ganz angenehmer Typ ist. Und darum kann man eben. Und darum kann man da drauf. Oh, hier, Morten Behrens hat es gehalten. Ecke kommt. Eigentlich ist das hier eine totale Pokalsensation, die hier stattfindet. Aber gut. Oh, abzusehen. Ja, ich stehe leider nicht so im Training. Muss man dazu sagen. Aber gut. Zurück zum Werdegang. Die aktuelle Saison. Du hattest am Anfang der Saison gegen den SV Darmstadt 98, den Zweitligisten im DFB-Pokal gespielt. Warst danach verletzt. Die Frage ist jetzt soweit wieder alles gut. Du stehst ja aktuell wieder dann im Kader. Mittelfristiges Ziel sicherlich, viel Spielzeit zu bekommen oder zu erarbeiten, auch durch Training sicherlich. Aber wie gesagt, grundsätzlich die Frage ist erstmal, alles gut, geht's dir gut? Ja, also ich bin fit. Ich bin auch einsatzbereit. Mir geht's gut. Das ist schon mal zumindest schön zu hören. Weil ich sag mal, für uns im Leitzernkreis ist es natürlich auch schön, dann ein Gesicht im Profifußball zu haben. Wir haben ja mit Florian Krüger von Erzgebirge Aue noch einen Stassfurter Jung. Kennt ihr euch eigentlich? Ja, wir haben auch in der Jugend gespielt. Okay. Besteht da noch Kontakt hin, deinerseits? Nee, nicht mehr so viel. Wenn wir jetzt ein Testspiel oder so aufeinandertreffen, dann freut man sich natürlich, sich zu sehen, aber ansonsten. Da kommt die Ecke. Ja, sie können erstmal. Ich sehe gerade, wir sind schon in der 76. Minute, ich habe noch kein Tor geschossen. Das ist natürlich ganz schön traurig. Da hat er die Chance. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Ja, ich werde für jedes Gegentor werde ich hier 5 Euro geben.
Klasse, ja, das fäng ich mal an, du hast noch 10 Minuten. Wir werden ja am Ende des Spiels nachher uns. Ja, das dürfte jetzt wieder vorwärts gehen. Es ist wirklich wir werden ja am Ende des Spiels uns nachher nochmal zusammensetzen oder beziehungsweise nachher nochmal kommunizieren, mit welchem Beitrag wir im Endeffekt die Stiftung unterstützen Guter möchten, Vorstoß, das ganze Projekt. Ja, man sieht, du bist Verteidiger und kein Stürmer. Nur noch 4 Minuten. Wir hatten ja eigentlich angekündigt, wir werden für jeden Live-Zuschauer Betrag X spenden. Ich denke, wir finden da auch ein bisschen anderweitig eine Lösung, dass da was Gutes zusammenkommt. Ja. Und dann schauen wir mal. Weil jetzt 17 Uhr steckt schon das Finale. Das dritte Spiel wird im Übrigen auch auf diesem Kanal hier zu sehen sein, zwischen Popzig und Warmsdorf-Güsten. Bei SG Warmsdorf muss man vielleicht auch noch nebenbei mal sagen, ich weiß nicht, Philipp, kennst du die Wycombe Wanderers? Da ist die Chance. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Die spielen in der zweiten englischen Liga. Haben einen Topstar, der heißt Adebayo Akinfenwa. Ja, doch, die kenne ich doch. Ja, den. natürlich ihr Topstar und die Jungs mit Warmsdorf, die sind mit dieser Truppe natürlich bis ins Finale gekommen. Jetzt sehe ich, dass sie mich auf 5. App geschossen und Lukas Liskovic schießt 2 Tore. Das ist natürlich sehr erniedrigend für mich. Aber jetzt weiß vielleicht jeder, warum ich für die Schiedsrichterauswahl gespielt habe und nicht für schon einen Frenz bei diesem Turnier. Da passt das ganz gut. Gut, Philipp, das Spiel ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Wir werden gucken, was wir geben, wie wir es machen. Ich denke, wir finden eine gute Lösung im Sinne der Stiftung. Und bedanke mich fürs Mitmachen. Wünsche dir alles Gute an die Jungs. Und bis demnächst. Ciao, ciao.